Sie sind da ja sehr proaktiv im ganzen Urschuss, Sie kennen sich gut aus. Was haben wir denn zu erwarten von den Ministerinnen Schramberg, Margarete Schramberg, ehemalige ÖVP-Wirtschaftsministerin? Und Kaufhausdirektorin. Und Kaufhaus Österreich-Direktorin, das war nur eine sehr kurze Karriere. Und Elisabeth Köstinger, die ehemalige Landwirtschafts- und Tourismusministerin der ÖVP. Was erwarten Sie sich von dem Auftritt der beiden Damen und was können wir uns erwarten? Na, die Frau Köstinger, um mit ihr anzufangen, die war ja schon einmal zu Gast im Ibiza-Untersuchungsausschuss, damals aber noch ein bisschen unter anderen Vorzeichen. Das war eine Befragung, die nicht besonders ergiebig war und da gibt es mittlerweile einfach neue Informationen, die es noch einmal notwendig gemacht haben, sie zu laden. Es geht gerade im Landwirtschaftsministerium wird es darum gehen, wie die Frau Köstinger auf die Idee gekommen ist, da wirklich zigtausende Euros an Bauernbundorganisationen auszuleiten. Ja, ich sage es einmal so salopp. Wir haben zum Beispiel im Aktensubstrat Informationen vorliegen, dass sie alleine für den Bauernbund Steiermark 42.000 Euro direkt aus dem Ministerium locker gemacht hat und damit einen Ball gesponsert hat. Ja. Also jetzt stelle ich mir natürlich schon die Frage, wie viele andere Vereine aus dem ÖVP-Umfeld oder Vorfeldorganisationen gibt es noch, die mit derartigen Spenden bedacht worden sind. Also das sind Sachen, die wir auf jeden Fall hinterfragen wollen. Und gerade das Landwirtschaftsministerium ist übrigens eines, das seit über 30 Jahren in der Hand der ÖVP ist. Und ich habe schon ein paar Mal auch hier auf Sendung gesagt, da würde es mir wirklich einmal lusten, dieses Ministerium zu nehmen, aufzuheben, umzudrehen und damit durchzuschütteln und zu schauen, was da alles rausfällt. Also ich glaube, da ist wirklich viel Steuergeld vernichtet worden oder zumindest zugunsten der ÖVP ausgeleitet worden. Also das ist das, was uns bei der Frau Köstinger interessiert, natürlich auch der ganze Komplex Inserate und so weiter und so fort, auch da hat man ja nicht gespart. Und ähnlich schaut es auch aus bei der Frau Schramberg in ihrem Ministerium. Auch da gibt es ja neue Informationen. Witzigerweise hat man zum Beispiel mit dem Verweis auf den Untersuchungsausschuss im Quartal 1 2022 alle Inserate gestoppt. Ja. Also der Sektionschef bzw. der Kabinettschef von der Frau Schramböck, der zu Gast sein wird, hat ein hochaufgeregtes E-Mail geschrieben, wo drinnen steht, bitte alle stoppen, weil sonst gehen sie uns mehr oder weniger im Untersuchungsausschuss auf die Nerven. Aber gerade das war auffällig, weil wenn man sich nochmal anschaut, was in den Vergleichszeiträumen ausgegeben worden ist und wohin, ja, da wird einem schon schlecht. Ich habe mir da auch ein paar Zahlen mitgenommen. Man hat ja nicht nur Inserate geschaltet, sondern man hat auch befreundete Agenturen mit guten Aufträgen versorgt. Was heißt befreundete Agenturen auch für unsere Zuschauer? Naja, befreundete Agenturen, da würde ich schlicht und ergreifend die Agentur von der Frau Karmasin meinen, die in dem Zusammenhang ein Leitbild erstellt hat für das Ministerium. Das Leitbild, ich habe es da sogar irgendwo drinnen, ist schwache 36 Seiten lang. Ja? Also das ist in etwa das da. Hat aber doch 126.000 Euro gekostet für 36 Seiten, müssen wir sie mal durchrechnen, was da fabriziert worden ist. Und das hat für mich einfach einen üblen Stahlgeruch und ich denke schon, dass man da eben und deswegen auch vorher befreundet, dass man da wirklich so ein bisschen in der Verhaberung, dass man da geschaut hat, dass diese Agenturen öffentliche Aufträge zugeleitet bekommen. Für mich macht das genau den Eindruck und damit es nicht heißt, was war mehr Leistung, wie wir erkennen, hat man halt noch 36 Seiten fabriziert, was total lustig ist. Da hat man sogar irgendwelche Adobe-Grafiken eingebaut, ja, die man sich im Internet runterladen kann. Also das ist wirklich hochinteressant, wie man da gearbeitet hat, nämlich wie dilettantisch. Ja, und immerhin war die Frau Kammersin doch einmal auch Familienministerin. So mal das eine. Ja, und natürlich wird bei der Frau Schrambeck auch der Riesenflop vom Kaufhaus Österreich interessant sein. Auch da muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen, wie viel Geld da vernichtet worden ist. Das waren sage und schreibe 1,26 Millionen Euro, die man für diesen Flop hingeblättert hat. Alles Steuergelder, alles Gelder, die wir überall anders brauchen könnten, aber nicht wiederum bei irgendwelchen ÖVP-nahen Firmen, die da schlussendlich dann profitiert haben. Also auch das wird uns die Frau Minister erklären müssen. Und eine dritte Sache wird uns auch noch wichtig sein, und zwar hat sie weiters noch 1,5 Millionen Euro aus ihrem Ministerium in Richtung einer Organisation gepumpt, die vom Herrn Spindlegger geleitet wird. Der ist uns auch noch bekannt, ehemaliger ÖVP-Vizekanzler. Also es zieht sich das Muster immer durch. Also das Geld dürft wie ein Magnet, ja, immer Richtung ÖVP marschieren, zumindest aus den ÖVP-Ministerien hinaus und immer in Richtung irgendwelcher Ex-Minister der ÖVP. Und das muss man einfach durchleuchten. Ich glaube, dass wir erst am Anfang dessen sind, um herauszuarbeiten,
wo sich die ÖVP überall bedient hat, welche Töpfe angezapft worden sind, Stichwort auch Corona-Hilfen und so weiter. Das ist jetzt ein bohrenharter Bretter und sehr, sehr viel Arbeit, aber nichtsdestotrotz werden wir da diese Woche wieder schauen, ein Stück weiterzukommen. Aber erwarten Sie von den ehemaligen Ministerinnen Köstinger und Schramböck wirkliche Antworten? Ja, das wird wohl gut sein, weil entgegen dem, was sich der Herr Sobotka gewünscht hat, gibt es noch immer eine Wahrheitspflicht vor dem Untersuchungsausschuss. Und nehmen wir uns das Beispiel Sebastian Kurz her, der genau wegen einer falschen Aussage jetzt diese massiven Probleme bekommen hat. Oder wenn er vorgeworfen eine falsche Aussage, dann muss man rechtlich korrekt bleiben. Das ist also richtig. Er bestreitet es ja. Er bestreitet es ja. Es gibt aber deswegen Ermittlungen. Und ja, also genau vor dem Hintergrund sollten sich die beiden Ex-Ministerinnen wirklich genau überlegen, wie sie mit dem umgehen und ob sie tatsächlich wieder in der Generalamnestie verweilen wollen, die man ja zeitweise auch in der ÖVP erkennt, vor allem dann, wenn Auskunftspersonen von dort kommen. Oder ob sie wirklich jetzt bereit sind und sagen, gut, die Politik ist ein Kapitel, das jetzt hinter uns liegt. Wir machen jetzt reinen Tisch, wir machen klare Fronten und deswegen werden wir auch erklären, was dort und da passiert ist. Mhm. Würde mich sehr freuen und vor allem die ÖVP sagt ja auch immer, sie möchte bei der Aufklärung mitwirken. Absolut, aber die ÖVP sagt auch immer dazu, sie möchten, dass nicht nur die ÖVP untersucht wird, sondern auch FPÖ und SPÖ. Ja, das ist wunderbar, aber ich kann mich erinnern, vor gar nicht allzu langer Zeit gab es einen Ibiza-Untersuchungsausschuss, wo die FPÖ sehr, sehr massiv untersucht worden ist. Und ich glaube nicht, dass wir uns ähnlich benommen haben wie die ÖVP in dem Zusammenhang, sondern wir haben wirklich geschaut, dass wir die Informationen beibringen, die wir haben. Ich glaub, auch Sie meinen im Urschuss? Im Untersuchungsausschuss. So. Auch unsere Auskunftspersonen waren, glaube ich, alle sehr offen, was die Beantwortung von Fragen betroffen hat. Ich erinnere mich an den Staatssekretär Fuchs zum Beispiel, auch Norbert Hofer. Also das war eine andere Vorstellung, die es da gegeben hat. Und da hat man wirklich ganz offen darüber gesprochen, was passiert ist, was bis heute bei der ÖVP nicht möglich ist. Und wenn sich die ÖVP jetzt plötzlich wieder um einen Untersuchungsausschuss gegen FPÖ und SPÖ wünscht, dann ist das ein sehr, sehr plumper Versuch, von den eigenen Dingen abzulenken, die ja mittlerweile fast im Stundenrhythmus über uns hereinbrechen, muss man ja auch mal sagen. Ja. Ich habe mir da eine Liste mitgenommen von ÖVPlern, die jetzt gerade irgendwie mit Ermittlungen zu tun haben und die ist atemberaubend lang. Ja. Markus Wallner, Inseratenaffäre, Wolfgang Sobotka, Amtsmissbrauch als Innenminister, August Wöginger, Verdacht der Anstiftung zum Amtsmissbrauch, Michaela Steinacker, Untreuevorwurf, Harald Himmer soll eine Anklage wegen der Blaulichtfunk-Affäre haben. Sebastian Kurz wegen der Falschaussage. Sophie Kamersin ebenso. Dann Gernot Blümel. Ermittlungen wegen Novomatic. Neumann, angesprochene Spende. Wolfgang Brandstätter, Verletzung des Amtsgeheimnisses. Hartwig Löger, Casinos Austria-Ermittlungen. Hans-Jörg Schelling und so weiter und so fort. Josef Bröll. Also diese Liste könnte man, Bediener Klaas Kremser, könnte man beliebig fortsetzen. Und jetzt möchte ich sagen, man stelle sich nur vor, ja, die FPÖ oder die SPÖ oder sonst eine andere Partei in diesem Land hätte so viele Spitzenrepräsentanten, die momentan mit Ermittlungen der Justiz konfrontiert werden. Also ich sage Ihnen eines, wenn das bei der FPÖ passieren würde, dann würden die Lichter mehrere um den Ring rotieren, so schnell könnten sie gar nicht schauen. Ja. Hat aber nicht stattgefunden und genau deswegen ist es wichtig, dass wir uns um die ÖVP kümmern.